nella testa, come se fosse un hand. Er ist der Mord gerade gelegt und man muss auch die örtlichen Bauern und österreichischen Bauern damit unterstützen und da halt einkaufen, weil nur so kann der Markt weiter existieren, weil es gibt ja schon Gerüchte, dass man da eher das... Ich war beim Bezirksvorsteher, der hat gesagt, das sind nur Gerüchte. Ja, dann wird er recht haben. Ich glaub's dem Herrn Bezirksvorsteher sogar, dass er recht hat damit. Okay. Unbedingt muss ich was reden. Ich weiß aber nicht was. Die Marmelade. Zur Marmelade, ja. Ja, bitte. Ist selbst gemacht. Ja. Mit unserem Obst. Okay. Ja, ist nicht gespritzt mit Bio-Obst. Ja. Also Marillen sind auch von uns und auch die Klamm 40, die Weingarten 40 habe ich da genommen. Also, cool. Ja, genau, und so ist die Marmelade dann eigentlich auch gut. Das ist eigentlich 100% Frucht. Ne? Die Wiener Gärtner sorgen dafür, dass Frischgemüse wächst im Stadtgebiet hier. Es kommt nach der Ernte zum Verkaufsstand. Was ihr da leistet, ist allerhand. Und jeder weiß, Obst, Gemüse ist gesund. Das kannst du essen, wirst ne Kugel rund. Und wächst das Gute doch so nah. Paradeiser, Salat, Radieschen, Paprika. Knackig, geschmackig kommt's auf den Tisch. Wie das schmeckt. Alles ist frisch. Haben wir Wien es nicht wirklich gut? Wir schätzen es, was ihr für uns tut. Esst Obst, viel Gemüse, dann werdet ihr nicht krank. Und dass es euch gibt, ja, Gott sei Dank.